Ja, was läuft da weiter beim Bauerhaus? Ich lege da Spritzgassen frei. Die Ranken, die da in die Spritzgasse reinkommen, lege ich auf die Seite. Ich will da meinen Kürbis noch ein bisschen helfen. Sie wachsen schlecht. Ich werde Flüssigdünger spritzen, Epsom Mikrotop, Mantrak. Und ich denke auch noch ein Fungizid gegen Mehltau. Da muss ich dann noch den Berater fragen. Aber zuerst muss da die Fahrgasse freigelegt sein. Ich will da nicht über die Ranken fahren. Wenn es schon wenig Kraut hat, will ich da nicht noch darüber fahren. Da vorsichtig sein. Ja, hier wird schon Arbeit intensiver. Da ist es viel mehr überwachsen. Es ist ja gut so. Aber für mich gibt es viel mehr Arbeit. Speziell, weil da auch schon Kürbis gewachsen sind, die ich dann vorsichtig mit umlegen muss. Ja, und da regnet es wieder mal. Und das sieht nach mehr Regen aus. Sofort zum Auto zurück, quer übers Feld, ein Spurt. So, im Auto am Schermen. Gewitterregen durch. Der Haus ist wieder auf dem Kürbisfeld. Circa eine halbe Stunde. Ich denke, ein Millimeter mehr nicht. Und jetzt schon wieder Sonnenschein und heiß. Ja, ist verrücktes Wetter. Gerade genug, dass man nicht mehr dreschen kann. Heute. Hinter mir, das Braune da, sind meine Eiweißerbsen. Die warten auf einen heißen Tag, um gedroschen zu werden.